Das Verrückteste an der ganzen NSA-Geschichte für mich ist, laut einer Umfrage haben 2/3 der Deutschen keine Angst vor der NSA. Die Deutschen haben Angst vor Pferdefleisch in der Lasagne. Oder dafür, dass die Stasi zurückkommt, sollte die Linkspartei jemals an der Regierung beteiligt werden. Stasi, da muss man Angst haben. Das waren die bösen Teufel im gottlosen kommunistischen System. Aber die alten Stasi-Kumpel, die sitzen doch heulend über ihren Karteikästen und jammern, hätten wir die Möglichkeit von heute damals gehabt, da gäb's uns noch. Aber wir leben doch gar nicht im gottlosen Kommunismus, wir sind im christlichen Abendland. Und da wissen die Menschen, da oben ist immer einer, der alles mitschreibt. Und der liest nicht nur unsere E-Mails, er liest nur unsere Gedanken. Aber das ist der Gute. Die Kinder im christlichen Abendland wachsen auf mit dem Wissen, einmal im Jahr kommt der Nikolaus. Der hat ein großes Buch dabei und da steht alles drin, was man im Jahr gemacht hat. Und dann sagt der Nikolaus, Evelyn Mareike, die E-Mail hättest du besser nicht geschrieben. NSA heißt für die Deutschen, Nikolaus sieht alles. Und wenn man nicht böse war, muss man vor dem Nikolaus ja keine Angst haben. Wenn man böse war, dann wird man bestraft. Dafür hat der Nikolaus den Knecht Ruprecht dabei. Das ist der mit der Rute. In den Niederlanden heißt der Knecht Ruprecht, weil er traditionell ein Farbiger ist, der Smarte Piet, der schwarze Peter. In den USA nennt man ihn Obama. Der Obama hat vor seiner ersten Wahl versprochen, er würde Guantanamo schließen. Das hat er nicht gemacht. Also selbst jetzt, wo die im Oktober in den USA alles zumachen mussten. Die Touristenattraktion Guantanamo blieb geöffnet. Aber der Obama, der bringt keine neuen Gefangenen mehr dahin. Das ist das Tolle. Der Obama, der macht nämlich keine Gefangenen. Der lässt die Leute jetzt direkt vor Ort über den Haufen schießen. In ihren jeweiligen Ländern. Denn der Barack Obama, dieser alte Knecht Ruprecht, der hat eine Route, die ist ferngesteuert. Das ist eine Drohne. Die wird mit einem Joystick gesteuert. Da sitzen die Experten am Joystick und holen sie ein paar Terroristen runter. Ne? Ja. Das erspart die Transportkosten nach Guantanamo und die Fütterung im Käfig. Und es ist ein offizielles Programm, ist ja nichts Geheimes dabei. Der Obama hat eine Todesliste aufgestellt, ganz offiziell. Da stehen die Namen von den Menschen drauf, die der CIA weltweit über den Haufen schießen darf. Ohne Anklage, ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, ohne Verteidigung, nicht mal kurzer Prozess. Und wenn Sie dumm daneben stehen, dann sind Sie ein Kollateralschaden. Ja, was haben Sie auch so schlechten Umgang? Sie können die Liste ja einsehen. Jetzt stellen Sie sich mal vor. Stellen Sie mal vor, der Assad in Syrien würde so eine Todesliste aufstellen und abarbeiten lassen. Da wäre die Weltöffentlichkeit außer sich. Das darf der überhaupt nicht. Der hat doch gar keinen Friedensnobelpreis. Wie kommt er dazu? Und die Informationen, die der Obama braucht für sein Terroristen-Euthanasie-Programm, diese Informationen, die beschafft ihm die NSA. Und wenn einer bei der NSA Mist macht oder einen Befehl verweigert, dann muss er zur Strafe 3 Wochen lang das Privathandy von Angela Merkel abhören. Und wenn Sie 3 Wochen lang die Privatgespräche von der Merkel abhören mussten, verweigern Sie nie wieder einen Befehl. Das ist doch alles allgemein bekannt. Ich meine, was ist denn bitte lächerlicher? Die Vorstellung, der Obama habe nicht gewusst, dass seine Superspione die Merkel abhören? Oder die Vorstellung, unser Verfassungsschutz habe nicht gewusst, dass die Amerikaner die Merkel abhören? Ich meine, das könnt ihr doch nur nicht zugeben. Der Obama kann doch nicht sagen, dass er es gewusst hat. Haben Sie noch nie einen James-Bond-Film gesehen? Da heißt es dann, Mr. Bond, beschaffen Sie die Informationen. Wie ist es egal? Aber wenn sie erwischt werden, müssen wir leugnen, sie gekannt zu haben. So geht das bei der Spionage. Die sind doch nicht blöd. Man spricht ja auch von der Central Intelligence Agency. Allerdings bei den deutschen Geheimdiensten wird man ja nie das Wort Intelligenz in Verbindung bringen.
Trotzdem sind die nicht so blöd, dass die sich hinstellen und sagen, natürlich haben wir das gewusst, was sollen die denn machen? Soll der Verfassungsschutz zur Merkel gehen und sagen, ja, sicher, Frau Kanzlerin, wir wissen seit Jahren, dass die Amis sie abhören. Wir treffen uns da einmal im Monat zu Kaffee und Kuchen mit den Kollegen und lachen uns schlapp über die Mitschnitte. Und natürlich musste auch die Merkel so tun, als wenn sie von nichts eine Ahnung hätte. Die Merkel konnte ja auch nicht sagen, ja sicher habe ich gewusst, dass mein Geheimdienst gewusst hat, dass die Amerikaner mich abhören. Was meinen Sie denn, warum ich diesen braunen Sumpf beim Verfassungsschutz nicht trockenlegen kann, trotz NSU-Affäre? Die wissen, weil sie mich so lange abgehört haben, so viel über mich, dass ich nur eines weiß, dass dieses Wissen niemals in die Öffentlichkeit kommen darf. Und dieses Spielchen, meine Damen und Herren, dass ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, was du weißt. Das nennt man Politik oder internationale Diplomatie. Und da gibt es ein Schweigegelübde. Und die Typen bei unserem Verfassungsschutz, bevor die zugeben, was die wirklich wissen und was die machen können, da lassen sie sich doch lieber in der Öffentlichkeit als Volltrottel hinstellen, die zu blöd sind, Popel in der eigenen Nase aufzuspüren. Nein, ein Geheimdienstmitarbeiter, der gegen die Schweigegelübde der Verfassungsdienste, der Geheimdienste verstößt. Was mit dem passiert, das wissen wir doch, seit Bradley Manning, der jetzt Chelsea heißt, und seit Edward Snowden. Sehen Sie, wenn Sie die demokratische Öffentlichkeit ehrlich darüber informieren, was zu Ihrem Schutz geschieht, dann müssen Sie Asyl suchen beim lupenreinen Demokraten Putin. Es sei denn, Sie haben Interesse an einem tödlichen Autounfall oder Sie wollen den Rest Ihres Lebens als Staatsfeind Nummer 1 in einem wunderbaren amerikanischen Gefängnis eine Spezialbehandlung erleben. Sehen Sie, transparente Geheimdienste. Als nächstes vorne die Leute noch, dass der Vorstand von Bayern München nicht vorbestraft sein darf. Der eigentliche Skandal in der Sache ist doch, dass unsere Medien sich mehr aufregen, wenn der Obama Merkels Handy abhören lässt, als wenn er weltweit zum Teil unschuldige Menschen über den Haufen schießen lässt.